Wissen Sie, was hier heute wieder los ist? Ich glaube, es ist Schienenersatzverkehr, aber da kommt bestimmt bald was. Und wann? Naja, bald wird was kommen. Also, es steht wieder nichts dran hier irgendwie? Aber kommt bald was. Ja, kommt der Schienenersatzverkehr. Ich finde Kutsche super. Ich fahre lieber mit der Kutsche. Wir wollen uns doch auf den Arm nehmen. Ich finde lieber eine Kutsche besser als ein Bus. Einmal nach Berlin? Ich habe einen Termin in Berlin. In einer halben Stunde muss ich da sein. Mit dem Geschäftsführer um 9. Dann steigen Sie mal ein. Dann steigen Sie mal ein. Aber wie lange brauchen Sie denn? Also, und während der Fahrt wirklich mit dem Fahrer gesprochen. Fahrkarten bitte. Oh. Bitte? Für das hier sollen wir jetzt noch bezahlen? Da müsste ich eigentlich Geld dazu kriegen, dass ich hier mit Ihrer Kutsche mitfahren muss. Ich denke, muss. Da sollten Sie sich an die Verantwortlichen wenden. Also, halten Sie sich gut fest. Unglaublich. Moment unterwegs. Also ich finde Entschleunigung ist ja für mich ein total gutes Stichwort. Einfach sich Zeit lassen für die Sachen, die anliegen. Und wenn man halt lange unterwegs ist, weil man halt weit fahren will, dann ist man halt lange unterwegs. Die Sachen dauern halt so ihre Zeit. Ja, Entschleunigung. Man geht mal einen Yoga-Kurs. Ja. Aber doch nicht auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Da habe ich keine Zeit für Entschleunigung leider. Wenn man in Berlin arbeitet und hier in diesem Teil wohnt, ja, dann kann man nicht erwarten, dass man von irgendwem schnell von A nach B gebracht wird. Dann muss man halt in Berlin wohnen bleiben. Von mir aus, wir sind hier auf dem Land, brauche ich gar keine Bahn zu fahren. Das reicht, wenn ich in der Stadt fährt. Hier reichen mir die Kutschen aus, komme ich auch von A nach B. Ich habe meine Zeit. Hier auf dem Land haben alle ihre Zeit. Keiner hat Stress, überhaupt kein Problem. Ich hätte auch gern mehr Zeit. Das könnte man glauben. Aber die Bahn raubt mir ja Zeit, wenn hier dauernd irgendwie Züge ausfallen und der Zug nicht hält. Ich hier ständig warten muss an irgendwelchen Bahnsteigen, auf irgendwelche Pferdekutschen. Also ich finde es eine sehr angenehme Reisegeschwindigkeit. Man ist an der frischen Luft, man sieht ganz viel, man kann sich total nett unterhalten. Es gibt so ein nettes Pferdekappe. Also ich finde, besser als mit Kutschen unterwegs sein, kann ich mir gar nichts vorstellen.